Wie jedes Jahr hat Apple im September ihre neuen Geräte vorgestellt. Und dieses Jahr hat sich Apple tatsächlich selbst übertroffen. So wenig Neues gab es gefühlt noch nie. Und ich sag euch eins, der neue Kameraknopf am iPhone 16 Pro, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber hey, immerhin gibt es jetzt neue AirPods. Nein, keine neuen Pro-Modelle, auf die alle gewartet haben. Vorher haut Apple erstmal die AirPods 4 raus, also die offene Form der AirPods. Und die sind nun mit ANC ausgestattet. Man kann sie aber auch ohne kaufen. Hä? Na, es gibt zwei Versionen, ohne ANC für 150 Euro und mit ANC für 200 Euro. Klanglich sind sie zwar gleich, aber Apple macht die ANC-Version unter anderem mit kabellosen Laden schmackhaft, was dann auch mit dem MagSafe-Kabel der Apple Watch geht. Clever, du sollst dir also auch noch eine Apple Watch kaufen, oder du dribbelst das ganze System hart und kaufst nur das Apple Watch-Kabel, oder man lädt einfach per USB-C, das muss man aber selbst mitbringen, denn das gibt es nicht mehr im Lieferumfang dazu. Das Case ist jetzt noch etwas kompakter geworden, womit es nun auch das kleinste Case im gesamten Apple-Kosmos ist und auch im Marktvergleich findet man nicht viele, die dann noch kleiner sind. Die AirPods 4 sind von der Bauweise offene Kopfhörer und werden wie gehabt nur locker ins Ohr gelegt. Der Unterschied zu den Pro-Modellen besteht darin, dass nichts in den Gehörgang gesteckt wird, denn den vorderen Silikonaufsatz, den gibt es hier nicht. Apple hat auf der Präsentation gesagt, sie haben die Passform weiter verbessert und wenn wir uns das mal im direkten Vergleich mit den AirPods 3 anschauen, sieht man auch sehr gut, dass die neuen etwas kompakter im oberen Bereich geworden sind und das bestätigt dann auch das Tragegefühl. Sie sitzen leichter und angenehmer im Ohr und auch wenn ich die Pro richtig gerne mag, würde ich im puncto Komfort die AirPods 4 sogar vorziehen. Aber wenn ihr mit den bisherigen normalen AirPods, also nicht den Pro-Modellen, Probleme beim Tragen hattet, wird es bei den neuen auch nicht besser werden. So viel hat sich dann auch wieder nicht geändert, das muss man klar dazu sagen. Geändert hat sich hingegen der Klang und das sogar recht stark, wie ich finde. Und ich gehe sogar so weit und sage, sie klingen für mich besser als die AirPods Pro 2. Und ja, das kommt überraschend. Der Hauptgrund dafür ist die nun deutlich feinere, detailvollere Auflösung im Höhenbereich und der viel ausgeglichenere Übergang zu den Mitten. Das klingt alles im Zusammenspiel jetzt luftiger und nicht so gepresst. Den Unterschied hört man sowohl im direkten Vergleich zu den AirPods 3, aber auch zu den AirPods Pro 2, die ebenfalls im Höhen- und Mittenbereich ein schlechteres Zusammenspiel haben und nicht so fein aufgelöst klingen. Der neue H2-Chip steckt nun auch in den AirPods 4 und ist mitverantwortlich für dieses Klang-Upgrade. Aber nicht nur die Höhen und der Mittenbereich klingt besser, auch im Bass hat Apple noch etwas nachgeschärft. Der Bass hat etwas mehr Punch bekommen, kommt aber im direkten Vergleich mit den AirPods Pro 2 nicht ganz so tief runter. Hier macht sich dann eben einfach die offene Bauweise auch bemerkbar. Dennoch im Gesamtpaket eine echt gute klangliche Leistung der AirPods 4 und ich denke auch ein erster Ausblick auf das Klangpaket der Pro 3, die da mit Sicherheit einen ähnlichen großen Schritt machen werden. Erstmals gibt es ja nun auch ANC in den normalen AirPods und ich war hier wirklich gespannt, wie gut Apple das umgesetzt hat, auch im Vergleich zu den Pro-Modellen und ob es letztendlich überhaupt den Aufpreis von 50 Euro wert ist. Um es kurz zu machen, die AirPods Pro 2 können es besser und das war auch zu erwarten, schon aufgrund der besseren Abdichtung des Hörkanals durch die Silikonaufsätze. Dennoch liefern die AirPods 4 mehr Ruhe, als ich es erwartet habe. Das ANC liefert im Alltag gute Ergebnisse im tiefen Frequenzbereich, hier entsteht eine wahrnehmbare Ruhe, etwas schlechter kommen die AirPods 4 dann im hohen Frequenzbereich klar. Gespräche oder auch Kinderstimmen kommen deutlich stärker durch als bei den Pro 2. Alles in allem aber ein guter Mehrwert und das alleine wäre mir den Aufpreis auch schon wert. Hier ist aber die Grundvoraussetzung eine gute Passform. Manche Ohren sind einfach nicht für diese Art von Kopfhörern gemacht und dann hapert es am Klang und auch am ANC. Unübertroffen ist Apple für mich in Sachen Transparenzmodus. Den bekommt aktuell kein anderer Hersteller so natürlich und rauschfrei hin. Durch die offene Bauform hat man so fast das Gefühl, gar keine Kopfhörer zu tragen. Das funktioniert echt genial. Gut. Ebenso wie die Gesprächserkennung, die sobald man anfängt zu sprechen, automatisch die Musik leiser stellt und den Transparenzmodus aktiviert. Was mir ebenfalls richtig gut gefallen hat, ist die Sprachqualität der AirPods 4 und die könnt ihr auch schon hören. Das gehört für kabellose Kopfhörer mit zu der besten Qualität, die ich so in der letzten Zeit erlebt habe. Bei Sprachnachrichten oder Anrufen hat man zum Teil gar nicht mitbekommen, dass ich über die AirPods rede. Auch das funktioniert richtig gut. Worüber wir auch noch sprechen müssen, ist die Akkulaufzeit. Die ist nicht sonderlich hoch mit 4 Stunden pro Ladung. Nutzt man kein ANC, wird es mit maximal 5 Stunden auch nicht so viel besser. Zusammen mit dem Case kommt man so im besten Fall auf 30 Stunden Gesamtlaufzeit ohne ANC und 20 Stunden mit ANC. So ganz viel ist das halt nicht. Mit 149 Euro sind die AirPods 4 dafür nun der günstigste Einstieg in die Audiowelt von Apple. Wer ANC möchte, muss 199 Euro ausgeben und wie man Apple halt kennt, macht
machen sie einem das teurere Modell schön schmackhaft mit weiteren Funktionen. Sie sind tatsächlich überraschend gut, finde ich. Eigentlich hatte ich da gar nicht so die großen Erwartungen nach der Präsentation. Wer also mit klassischen In-Ears Probleme hat oder das offene Design grundsätzlich mehr mag, der bekommt hier ein richtig gutes Paket, das selbstredend im Apple-Ökosystem am besten funktioniert. Mit Android muss man doch einige Abstriche machen. Wie haben euch die AirPods 4, aber auch die anderen neuen Apple-Produkte gefallen? Habt ihr euch irgendwas davon gegönnt? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommis. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!